Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal und ich habe sie, die My Little Box ist jetzt auch bei mir eingetroffen. Warum die länger gedauert hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie ist hier. Sie kommt in diesem Design daher, also nicht als klassische Box, sondern als Tasche. Meine erste Meinung zu der Tasche war, brauche ich nicht. Zweite Meinung dazu ist, aber sie ist sehr schlicht gehalten. Sie ist nicht zu auffällig von den Farben. Ist recht gut verarbeitet. Da muss ich schon sagen, man kann sie auf jeden Fall mit verwenden. Das heißt, sie bleibt auf jeden Fall bei mir. Ein Flyer war nicht dabei. Also ich habe ihn vielleicht übersehen. Das Einzige, was wir haben, ist dieses Bild hier mit 25.10.23, ich weiß nicht, irgendeine Abstempelung, also französische Züge. Ich finde es nicht so schön, dass sie ihre Füße dort auf den Sitz legt. Ich mag das überhaupt nicht, da kriege ich hier, weil ich möchte mich da hinsetzen nachher und dann habe ich da Stinkefüße, Schweißfüße. Ja. Und eigentlich, also in deutschen Zügen ist es ja auch so, das ist nicht möglich so, ne? Weiter, und sie hat eine Katze dabei. Ja, es ist schon okay, das Bild, aber irgendwie verwirrend. Also weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Ich würde mal anfangen mit den Accessoires. Ich habe sie mir ja schon soweit angeguckt. Und das ist ein No-Go-Produkt für mich. Das ist eine Handykette. Na, so sieht es halt aus. Und ich zeige sie euch. An sich mag das ein tolles Produkt vielleicht sein von der Idee her, ne? Aber die Verarbeitung ist halt so billig, so billig. Ich sag euch, wie es ist, das hier wird nicht halten. Dann hattet ihr mal ein schönes Handy. Ich habe ja hier das S21 Ultra, das eins der besten Handys, was es aktuell gibt. Natürlich das S23 Ultra ist natürlich viel, viel besser, aber das S21 Ultra ist eins der besten Handys aktuell und ich habe eine Schutzhülle dafür. Ich habe ein teures Handy, also habe ich auch eine teure originale Schutzhülle dafür und kann deswegen die Handykette nicht nutzen. Ja, denkt mir aber auch so, kaum einer hat jetzt noch ein Handy für 100 Euro. Die Handys sind meist schon teuer. Und mir fällt mein Handy runter, mein Handy passiert nichts, mein Handy geht nicht kaputt, mein Handy bleibt ganz, mein Handy hat keine Splitterung, nichts. Mein Handy ist schön, als ob nie was passiert ist. Mein Handy fällt aber auch selten runter. Wirklich selten. Meistens zu Hause mal vom Tisch oder ich nicht richtig greifen kann, weil ich aus krankheitsbedingten Gründen wieder irgendwas mit den Händen habe. Schwindel und weiß was ich was. Ja. Ein teures Handy, was ich habe. Nun, wie gesagt, bei günstigeren Handys würde ich jetzt aber auch nicht die Handy. Empfehle es nicht. Nein, 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 nein. Es gibt eine Marke, Rhino Sheet heißen die, wenn ihr wirklich solche Handy-Umhänge-Sachen haben wollt, kauft lieber dort ein. Denn das hier ist am falschen Ende gespart. Ich sag's wie es ist, lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, Sicherheit haben, dass das Handy gut ist und also dass das Handy geschützt ist und nicht runterfällt und das hier abreißt. Lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, als dass dann nachher das Handy kaputt ist, weil dann hast du das Problem, ja, teures Handy oder auch nicht so teures Handy kaputt, nur weil du so eine Handykette nutzen wolltest. Ja, also ganz blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Idee vielleicht ganz nett gewesen, aber nein, 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 es ist nicht No-Go. Dann geht es weiter mit einem Produkt, wo ich dachte, ja, es ist auch wieder nur ein Billigprodukt, billig hergestellt.
Ich habe ja schon mal gesagt, ich weiß, wo man diese Books bestellt. Mein erster Gedanke, als ich dieses Tuch gesehen habe, dachte ich an die Fensterputztücher. Ich war mit meinem Sohn auf der Hausgarten-Freizeitmesse 2 Jahre hintereinander, gab es die Bambustücher. So schön sauber machen der Fensterscheiben, Glas und was weiß ich was. Das sah genauso aus. Aber war mein erster Gedanke. Von der anderen Seite ist es so gestaltet, ne? Und hinten ist es halt ein bisschen anstoffig. Auf der anderen Seite ist es ein Stoff, aber wie so ein Waschlappen gemacht. Vielseitiges Abschminktuch. Mit dem Abschminktuch bringst du deine Make-up-Reise nach einem langen Tag zu Ende. Benutze das weiche, doppelseitige Tuch aus recycelter Baumwolle mit Wasser oder einen Cleanser und entferne rückstandslos die Reste deines Make-ups. Schluss mit Wattepads, der maschinenwaschbares Tuch ist unendlich oft wiederverwendbar zum Abschminken, Erfrischen, Abwischen der Hände oder der Mundfinke. Egal wofür du es verwendest, dieses Tuch will mit dir die Welt erobern. Boah, das ist okay, ne? Ist aber halt, wie gesagt, nicht hochwertig. Deswegen ist es okay, ne? Schöne Größe, gute Größe, werde ich aber auf jeden Fall verwenden. Ich habe hier nämlich noch ein teures Tuch, tatsächlich eine hochpreisige Marke, die wirklich teuer ist, auch wirklich gut gearbeitet. Mag ich nicht so gern anfangen. Ich mag es einfach nicht so gern benutzen, weil ich mir denke, oh nein, doch, wenn da der Fleck da nicht mehr rausgeht und so. Deswegen dann verwende ich lieber das. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Was ich halt schade finde, dass das nicht dieses Motiv hat. Nur so einfach grün und weiß. Das Motiv hätte ich schöner gefunden. Dann kommen wir nun zu den Produkten. Und allgemein muss ich sagen, diese Box ist okay, aber sie lässt mich überlegen, wie lange ich sie noch verwende. Also bestelle, wie lange ich sie noch im Abo haben werde. Wahrscheinlich dann nicht mehr lange, weil es ist einfach nicht, es reizt mich nicht. Das nächste Produkt ist hier das hier von Uriage Ethermal Eczemos, ein Moisturizing Lipstick. 4 Gramm sind da drin. Ein Lippenpflegeprodukt. Jo, mehr steht denn ja nicht. Lippenpflege. Steht einfach nur Lippenpflege. Die Firma sagt mir jetzt leider gar nichts. Ist halt eine Lippenpflege. Ne? Werde ich jetzt noch nicht aufmachen. Ich habe hier noch 2 Sachen liegen, die offen sind derzeitig. Deswegen bleibt das zu. Ja, werde ich verwenden, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker, ne? Dann haben wir ein Produkt von Natura Ecos, eine Handcreme drin. Creme Manis, Tucuma, 40 Gramm. Steht hier noch irgendwo was? So, irgendwas mit den Händen und Liege verwenden, also eine Handcreme. Joa. So sieht sie aus. Hat sowas von Haare färben, so eine Tube, ne? Ja. Weiß gar nicht, ob die offen ist. Aber doch, die ist offen. Ja, die ist offen. Also sie riecht nach Shea Butter, also die sind normal, ganz normal eine fliegende Handcreme. Boah, wird mir ja auch nicht vom Hocker, ne? Das ist jetzt auch mehr, also ich benutze tagtäglich mehrfach am Tag Handcremes. Sowohl teurer als auch günstige und muss halt sagen, ich für meinen Teil merke keinen Unterschied, ob ich jetzt vom DM, Rossmann, von Isana zum Beispiel eine Handcreme nehme, von Yves Rocher eine oder hier so eine. Merke keinen Unterschied. Pflegen die Hände sind nicht mehr trocken, sie sind, fühlen sich angenehm an, griffig. Ja, haut mich deswegen nicht vom Hocker. Und zu guter Letzt haben wir ein großes Produkt enthalten von Utigram Nordic Beauty.
Stranging Harm Shampoo. Zertifizierte Organic 100% Natural. Joa, ist halt ein Shampoo. Würde ich jetzt auch nicht als allzu besonders bezeichnen. Ja, es riecht mehr nach irgendwas parfümiert. Also es riecht definitiv nicht nach Hanf, so viel kann ich euch sagen. Es riecht eher zitrisch. Es riecht sehr zitrisch. Ja, es riecht sehr zitrisch. Habe ich aber auch kein Problem mit. Ist ein Haarshampoo. Bei Haarshampoos ist es so, Schaumer mag ich nicht oder vertrage ich nicht so gut. Und Langhaarmädchen war es. Die fand ich als Shampoo auch nicht so gut. Habe ich da auch keine Probleme, ob es jetzt die günstigen sind oder teure Produkte. Merke ich da auch nicht viel mehr. Bessere Pflege, schönere Pflege. Haare sind schön gepflegt, so oder so. Deswegen ist da meine Meinung jetzt hierfür auch sehr zwiegespalten. Da würde ich sagen, weil das waren jetzt alle Produkte hier drin, statt hier teurere Produkte reinzutun, wäre es vielleicht besser, eher die günstigeren Sachen reinzutun, die genau dasselbe können und dafür halt mehr Produkte, weil ja, es ist nichts Besonderes halt. Also es ist mal was anderes. Ein Hanfshampoo hatte ich jetzt noch nicht. Ob es jetzt aber auch die Wirkung hat, muss ich sehen, ob mir das überhaupt meine Haare, meine Kopfhaut, ob ich das überhaupt vertrage. Aber eine Handcreme, Lippenpflege, Shampoo. Ja, es hat für das Motto mit den Reisen vielleicht gut gedacht, aber da würde ich jetzt nicht so ein großes Shampoo mitnehmen, das muss ich sagen. Da nehme ich eher auch so eine kleine Probe mit, die einfacher zu handeln dann ist. Ja, also das Shampoo ist da mit dem Motto vielleicht das Unpassendste gewesen. Dann vielleicht eher so ein Bodyspray in die Richtung vielleicht, aber so. Ja, also die Box überzeugt mich leider nicht so, weil ich brauche es derzeitig nicht. Vielleicht irgendwann mal, da ist das ganz schön gemacht. Innen drin erinnert mich das übrigens von der Bestichtung her wie von so Wickeltaschen für Babys mit den, für die Windeln und alles so total komische Flashbacks in meinem Kopf. Ja. Ja, ist okay, aber es reißt mich, wie gesagt, nicht vom Hocker. Deswegen bin ich ja am Überlegen, ob ich sie denn weiter brauche und möchte. Wir haben ja jetzt die Oktoberbox. Ich warte mal noch November und Dezember ab. Sollten beide gut sein, lasse ich es weiterlaufen. Sollten beide eher wie diese sein, eher, dann würde ich sagen, nein, dann lasse ich es lieber und schaue dann lieber so nochmal, ob ich die einzeln als Special Boxen oder so bestelle. Genau. Gerne teilt mir eure Meinung zu der Box mit. Würde mich auch über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.